Jo Leute, was geht? Heute werden wir in GTA 5 vom kleinsten Menschen zum größten Menschen auf der ganzen Welt upgraden. Ihr seht's Leute, wir sind heute tatsächlich als Franklin unterwegs, aber irgendwas ist anders. Und zwar schaut euch das an Leute, wir sind einfach winzig klein. Schaut euch mal an, wir sind so klein, ich würde sagen kleiner als meine Hand einfach. Und damit wir größer werden können in GTA 5, müssen wir natürlich Sachen essen. Und das funktioniert wie folgt Leute. Wir haben nämlich tatsächlich so eine Bananenpistole und die können wir natürlich nutzen, um auf Sachen drauf zu schießen. Allerdings dürfen wir nur auf Sachen schießen, die kleiner sind als wir. Und besonders, weil wir jetzt so klein sind, ist das halt sehr, sehr schwierig. Ich kann zum Beispiel am Auto probieren und ihr seht, es funktioniert nicht. Es ist einfach noch zu groß. Wir müssen also erstmal groß genug sein, damit wir das Auto aufessen können, um somit noch größer zu werden. Deswegen suchen wir erstmal was aus und Leute, das sieht einfach so unglaublich witzig aus, wie klein wir als Franklin sind. Ich gehe mal kurz zu Chop. Ich möchte mal sehen, wie klein wir im Vergleich zu Chop aussehen. Ey, Chop, Bruder. Leute, schaut euch das mal an. Wir sind einfach kleiner als seine kleine Pfote. Hey, warte, willst du die Banane haben, Chop? Nein. Die Banane bekommst du nicht. Sorry, die Banane, die bleibt bei mir. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, lass mal auf die Kacke von Chop draufschießen, aber die ist immer noch zu groß. Ey, Chop, hast du nicht irgendetwas, das kleiner ist als ich, damit ich upgraden kann? Es muss doch hier wohl offensichtlich irgendwas geben, das ich essen kann. Ja, also es ist wirklich egal. Ich kann auch Stühle essen. Die sind leider nur zu groß. Das schauen wir mal in meinem Apartment nach. Vielleicht finden wir ja irgendwas, das klein genug ist, damit ich das aufessen kann. Oh, ich habe was, glaube ich, gefunden, Leute. Oh, ich kann die Waffen hier drin gar nicht benutzen, merke ich. Ah, das ist blöd. Na gut, dann müssen wir wohl auf die offene Straße einfach rausgehen. By the way, euch ist die letzte Episode mit dieser Fat vs. Dick Episode, die ich hier hochgeladen habe, extrem gut angekommen. Und deswegen dachte ich mir, gibt es auf jeden Fall diese Version. Wenn ihr noch ein weiteres in diesem Format haben wollt, lasst jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr am nächsten vielleicht alt vs. jung haben? Was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Oh, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Die Dose könnte zum Beispiel passen. Alles klar, wir probieren es auf der Dose und... Und ich muss sie treffen und let's go. Wir sind größer geworden. Nice. Alles klar. Und ich glaube, ab jetzt wird das Ganze natürlich deutlich leichter werden. Wir müssen nämlich immer eine Sache essen, die immer nur ein kleines bisschen kleiner ist als wir. Ich glaube, dieses Mal diese Burger-Shot-Tüte, die sollte, glaube ich, passen. Also, wir schießen drauf. Oh mein Gott. Okay, jetzt sind wir schon mal ein ganzes Stückchen größer geworden. Aber ich glaube, Leute, ich zeige euch mal, wie wir im Vergleich zu einem normalen Menschen aussehen. Also, wir sind immer noch viel zu klein. So, was haben wir hier? Ich guck mal, wo sind die ganzen Menschen hin? Hallo? Ey, sieh da, junger Mann. Alter, was geht? Jo. Okay, doch können wir ihn nicht aufessen. Ich meine, noch sind wir... Naja, wir sind immer noch zu klein. Also wenn wir größer sind als normaler Mensch, dann könnten wir tatsächlich auch Leute aufessen und irgendwann auch Autos. Aber wir wollen größer und größer und größer werden. Deswegen bin ich jetzt hier bei Up'n Atom. Die müssten hier irgendwas haben, was man benutzen kann, was definitiv etwas größer ist. Ah, der Karton zum Beispiel, aber der ist noch ein bisschen zu groß. Also wenn wir jetzt noch ein kleines bisschen größer werden, können wir als nächstes den Karton uns vornehmen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Und zwar diese blaue Box. Na los, komm, können wir die aufessen? Und yes! Okay, wir sind nochmal ein Stückchen größer geworden. Und ich glaube, jetzt sind wir groß genug, um die nächste Box zu essen. Oh mein Gott, jetzt wird es immer und immer interessanter. So, jetzt schießen wir auf die Box. Funktioniert's? Oh mein Gott, es hat funktioniert. Okay, jetzt sind wir größer als die Box. Und langsam, aber sicher werden wir immer und immer normaler. Aber keine Sorge, wir hören nicht auf an der Stelle, wo wir Normalgröße erreichen. Wir wollen versuchen, so groß wie es geht zu werden. Warte, was für Paparazzi-Mission? Nein, ich will keine Paparazzi-Mission gerade machen. Gibt es hier noch irgendwas, das ein bisschen größer ist? Vielleicht können wir die Box nochmal aufessen. Oh, oder die grüne Box. Ja, die müsste passen. Come on! So, jetzt sind wir nochmal größer geworden. Oh, der Müllcontainer ist noch ein kleines bisschen zu groß. Oh, aber ich glaube, als nächstes haben wir hier diesen gelben. Oh, das ist immer noch etwas größer als wir. Was könnten wir nehmen, Leute? Was könnten wir nehmen? Wir gucken mal auf der Straße. Vielleicht dieser Mülleimer. Ich glaube, wir sind sogar... Oh, wir sind größer als der Mülleimer. Ich weiß, Franklin, sorry, dass du jetzt im Müll rumwühlen musst. Aber ja, Leute, lasst ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir essen jetzt vom Müll. Das klingt so unglaublich falsch. Aber ja, 3, 2, 1 und... Okay, perfekt. Es hat funktioniert. Wir sind jetzt schon langsam, aber sicher bald Normalgröße. Und ich habe direkt das nächste Ziel gefunden. Und zwar diese Postbox. Wir sind genau einen Zentimeter oder so über dieser Box. Und die
die können wir auch locker essen, oder? Ja, klar. Natürlich, Briefkasten esse ich zum Frühstück. Let's go. Okay, krass. Jetzt sind wir schon nochmal größer. Und ey, Leute, warte mal. Kann ich den Bankautomaten nehmen? Ich meine, okay, da ist dieses kleine Schild, was absteht. Aber zählt das eigentlich zum Bankautomaten? Ich probier's mal. Also, komm schon. Yo. Nice, es hat funktioniert. Und guckt euch mal an. Wir sind jetzt schon so weit gewachsen, ey. Ich bin schon groß und wir kommen doch und spielen mit mir. Okay, Leute, warum mache ich jetzt eine Kaio-Referenz? Warum? Aus der Perspektive sieht es aus, als wäre ich richtig fett geworden. Können wir uns jetzt den Container schon vornehmen? Ah, das wird schwierig, aber es ist möglich. Oh mein Gott, ja. Leute, ich glaube, es reicht. Jetzt können wir einen Container essen. Also, Mülleimer hat nicht gereicht. Jetzt müssen wir einen ganzen Müllcontainer essen. Let's go. Oh, jetzt haben wir Normalgröße erreicht. Das heißt, wir sind jetzt die originale Größe. Also, ich kann es auf jeden Fall in der Kamera erkennen. Wir sind jetzt genauso groß wie ein normaler Mensch. Also, wie wir halt vorher waren. Und ab jetzt beginnt der Spaß, Leute. Ab jetzt beginnt es. Diese Paletten, die sind ein bisschen größer als das. Aber ich glaube, wir können sie auch aufessen. Na los. Zumindest die Palette, das könnte klappen. Okay, come on. Ja. Let's go. Oh mein Gott. Und wisst ihr, was das jetzt bedeutet? Wir sind jetzt offiziell größer als ein Mensch. Und das bedeutet, jetzt könnten wir theoretisch alle Leute aufessen in ganz Los Santos. Achtung, Achtung. Hier kommt gleich Franklin. Ich gehe mal an etwas anderen Ort, wo vielleicht ein bisschen weniger Leute unterwegs sind. Kommt schon, Leute. Zeigt euch. Ich weiß, dass ihr hier seid. Bin ich größer als die Tür? Nein. Da leider nicht. Aber es muss hier unbedingt irgendjemand sein. Irgendein Nachbar oder eine Person. Ich höre, dass hämmert es. Da muss ein Bauarbeiter sein. Oh, der Bauarbeiter, der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Hallo? Bauarbeiter? Wohl ist er nicht da. Aber ey, wir können diesen Container vielleicht aufessen. Probieren wir es aus. Und? Nein! Es klappt nicht. Warum klappt das nicht? Was? Das funktioniert nicht. Okay, aber dieses Teil ist ein bisschen größer als wir. Ich probiere es mal aus, Leute. Und? Okay, es hat funktioniert. Wir sind nochmal ein Stückchen größer geworden. Aber es hat nicht so einen großen Unterschied gemacht. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, zum Glück sind wir noch nicht groß genug, um diese Toilette aufzuessen. Hm, was könnten wir nehmen? Dieses Schild zum Beispiel. Sind wir größer als das Schild? Ah, ganz knapp. Wo sind eigentlich Leute? Hm, das ist so merkwürdig. Oh, wait, da ist jemand. Hallo, kann ich dich vielleicht kurz aufessen? Für einen kleinen Snack mitnehmen? Ja, weißt du, wow, Alter, guckt euch mal an, wie groß ich im Vergleich zu ihm bin. Er steht auf diesem Teil und ist trotzdem kleiner als ich. Alles klar, ich nehme das mal als ein Ja. Und? Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Yo, wir sind einfach fett geworden gleichzeitig. Okay, nicht schlecht. Ey, nehme ich auf jeden Fall mit. Ich meine, man kann ja nicht unendlich groß wachsen. Irgendwann wird man auch an Gewicht zunehmen. Oh nein, Franklin, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, wir sind... Oh nein, ich glaube, Leute, das reicht. Ich glaube, wir können die Toilette essen. Oh nein. Wir werden es auf eine Art und Weise herausfinden. Und... Yo, okay, Leute, wir werden immer größer und immer dicker. Nur als kleiner Vergleich, wir gehen jetzt nochmal zurück nach Hause. Yo, schaut euch da... Warte mal, bist du da... Warum ist hier Franklin? Franklin? Yo, sorry, ich bin Big Franklin. Ja, Big Franklin bin ich hier. Und du musst dich verabschieden. Ey, ich kann nicht auf ihn drauf... Oh, das stimmt. Ich kann mich nicht selbst aufessen. Das wäre ja... Wie soll ich das sagen? Wir würden uns ja selber dann aufessen. Dann wären wir ja nicht mehr da. Komm, nehmen wir den Müll. Oh, hier werden wir nicht größer. Wir müssen, glaube ich, mehr davon essen. Wir essen am besten alles, was wir hier drin haben, Leute. Alles in dem Haus müssen wir essen. Sogar die... Oh! Als wir die Tür gegessen haben, sind wir jetzt größer geworden. Alles klar. Nicht schlecht. Wir müssen nur vorsichtig sein. Wir passen hier fast nicht mehr durch das Tor durch. Oh, jetzt können wir auch die Bäume essen. Oh, die Zypresse kann ich nehmen. Ah, nein? Warum? Ah, Pflanzen kann ich nicht essen. Alles klar, Leute. Das ist hier die Nicht-Vegan-Challenge, sehe ich. Oder vielleicht den Regenschirm. Ah, der ist ganz knapp kleiner. Aber ich esse am besten alles auf, Leute. So, wir nehmen den Stuhl. Das, das. Den Grill nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Und weißt du was? Job, verabschiede dich von deinem Haus. Ey. Das geht nicht. Na gut, aber ja, vielleicht geht's mit jetzt mit dem Regenschirm und... Okay, jetzt sind wir größer geworden. Leute, das wird immer und immer heftiger. Wir nehmen bald alles auseinander gerade. Schaut euch das mal an. Franklin ist einfach halb so groß wie ich. Sind wir jetzt groß genug, dass wir sogar eigene Autos aufessen können? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Also, wir suchen uns jetzt ein Auto, das hier vorbeifährt. Oh, die G-Klasse ist nicht schlecht. Oder wir nehmen vielleicht ein bisschen was Kleineres. Der da hinten. Ey, der ist gerade dabei zu parken. Und ich glaube, da ist sogar ein Typ drin. Also... Yo!
Oh mein Gott, Franklin, Bruder. Das Auto hat sich richtig fett gemacht. Es ist genau wie in dieser einen Episode, aber ich glaube, hier werden wir noch zusätzlich einfach größer. Das ist das Krasse. Und ihr wolltet wissen, ob wir Franklin einen Kilometer groß machen können. Und das bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Ich weiß auf jeden Fall, wir sind jetzt größer als diese Lampe. Das heißt, jetzt können wir auch die Lampe einsnacken. Okay, oh Bro, ey, sorry, wegen dem fetten Hintern kann ich nichts sehen. Haben wir die gegessen, die Laterne? Ja. Oh mein Gott. Wir werden immer größer. Okay, dann nehmen wir mal die ganze Reihe an Autos jetzt auseinander. 1, 2, 3, 4. Oh, nee, warte. Den haben wir noch nicht. Und... Bro, alter Franklin. Das geht jetzt langsam zu weit. Ich glaube, ich muss die Kamera einstellen. Let's go, Bruder. Das ist jetzt nicht mehr normal, Alter. Das geht jetzt wirklich langsam zu weit. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir bis zum Ende des Videos sogar ganze Gebäude aufessen können. Es wäre auf jeden Fall echt cool, wenn das gehen würde. Nehmen wir das Auto mit, das Auto mit. Ah, komm schon. Ich glaube, damit wir jetzt wirklich größer werden, brauchen wir ein fetteres Fahrzeug. Vielleicht sowas wie ein LKW. Oder es fährt ein Bus. Oh ja, da ist ein LKW. Let's go. Leute, komm, wir nehmen uns den LKW. Ich sehe nämlich nicht, wo ich drauf schieße, aber ich probiere es. Komm schon, haben wir den getroffen? Jetzt? Ja. Oh mein Gott, Bruder. Das ist jetzt echt, ey, wir wiegen jetzt locker eine Tonne. Oder 10. Ich glaube ja, 10 Tonnen würde passen. So, was können wir jetzt eigentlich alles aufessen? Ich probiere es mal. Ich schieße mal auf alles Mögliche, was geht. Vielleicht auf die Bäume. Die Laterne, Leute. Wir sind, glaube ich, genauso groß wie die Laterne. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Oh mein Gott. Es ist ganz knapp, Leute. Wir passen gerade so unter die Laterne. Hey, wir müssen irgendwas essen, damit wir noch ein bisschen größer werden. Dann können wir anfangen, die Laterne aufzuessen. Komm, den LKW vielleicht nehmen wir mit. Zack. Let's go, Leute. Jetzt sind wir größer als die Laterne. Oh mein Gott. Und da kommt ein Bus. Da kommt ein Bus. Oh, komm schon. Die Laterne müssen wir nehmen. Die Laterne müssen wir nehmen. Ja. Und den Bus nehmen wir auch noch mit. Ich sehe nämlich kaum was. Aber ich versuche zu treffen. Also, ja. Nein, nein, nein. Yo. Oh, Leute, die Kamera ist jetzt schon wieder zu klein geworden. Wir sind einfach so breit und so groß, fast wie diese Straßen. Oh mein Gott. Ich glaube, das Ganze wird jetzt richtig extrem. Komm, noch ein Bus. Nimm den. Nimm das. Komm, alles, was geht. Zack, zack, zack. Schieß drauf. Ja, Mann. Hier, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier noch das Schild, da noch das Schild. Irgendwas mitnehmen, was geht. Komm schon, auf alles draufschießen, was geht. Vielleicht wird irgendwas davon funktionieren. Oh, ich glaube, wir haben einen LKW. Ja, Leute, wir haben den LKW genommen. Die Laterne hier, die ist jetzt fällig. Ich sehe noch nicht, ob... Ja, wir haben sie. Oh mein Gott. Yo. Alter, dieses Auto. Ich glaube, wir essen jetzt alles auf, was geht. Oder wir zerstören es einfach nur noch. Ich glaube, ab jetzt ist es völlig egal, wie viel wir essen. Wir blähen uns einfach immer und immer weiter auf, denke ich mal. Wow, ich glaube, wir sind gerade noch mal größer geworden, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich sag's euch, wir verlassen jetzt erstmal die Stadt. Wir gehen jetzt Richtung Highway. Und da zeige ich euch, wenn wir zurückkommen, werden wir einfach so groß sein wie eines dieser Gebäude. Vielleicht schaffen wir sogar größer zu werden als der Maze Bank Tower. Und dann stellen wir Franklin neben den Maze Bank Tower. Okay, Alter, wir können schneller laufen. Yo, wir sind massive. Wir sind absolut massive. Wow, es hört kaum mehr auf, Alter. Es hört kaum mehr auf. Okay, ich glaube, wir sind jetzt... Jo, wir sind nochmal breiter und größer geworden. Noch einmal. Yo, auf geht's zur Madrazo Ranch. Madrazo. Yo, Alter, der hätte so unglaublich Angst, wenn er uns jetzt sehen würde. Alter, das hier ist für mich ein kleiner Mini-Sandkasten. Real Talk, das ist doch kein Bauernhof. Das ist ein Mini-Sandkasten. Hier, kleiner Jump-and-Run-Parcours für mich. Dann hier drauf springen. Ja, Mann. Oh mein Gott, ich glaube, wir essen den Baum auf. Yo, wir sind schon wieder größer geworden. Leute, jetzt geht's komplett ab. Jetzt geht's komplett ab. Ich drehe hier durch. Ich drehe gleich am Rad. Oh mein Gott. Einfach den ganzen Rasen mitnehmen. Ja, Mann. Nimm alles mit. Vielleicht sogar gleich größer als die Windkraftwerke. Okay. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen, Freunde. Ich glaube, wenn wir uns jetzt einfach hier ein paar Minuten hinstellen... Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in 3 Minuten wieder. Ich warte hier einfach mal kurz ab. Ein paar Sekunden später. Leute, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe gerade einfach nur legit eine Minute gewartet und das ist gerade passiert. Wir sind größer als ein Windrad mittlerweile. Das hört hier kaum mehr auf. Es hört wirklich nicht mehr auf, Leute. Wir können nichts mehr essen. Wir blähen uns einfach nur noch auf. Oh mein Gott. Oh, wow. Oh, okay. Wow. Alter, Franklin, hast du gerade einen richtigen fahren lassen? Ich glaube, der hat einen fahren lassen. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, ich kann die Kamera so kaum mehr anpassen. Franklin wird immer... Oh, yo. Der ist so groß. Man sieht ihn kaum mehr auf Kamera.
Der ist so fett. Der ist so riesig. Ey, das ich glaube, wir werden bald größer als der Mount Chiliad werden. Wenn wir noch ein bisschen abwarten, dann sind wir einfach noch größer als der Mount Chiliad. Yo! Okay, Leute, ich muss euch kurz was zeigen. Ich weiß nicht, ob das so in der Perspektive geht. Yo, es funktioniert. Schaut es euch an, Leute. Guckt euch das mal an. Wie riesig. Oh mein Gott, er ist so groß. Ich kann ihn... Yo, Alter, seht ihr das? Seht ihr das, wie riesig wir sind? Ich weiß gerade nicht, wohin wir laufen, weil wenn ich die Kamera hier steuere, dann bewegt er sich halt nach vorne und nach hinten. Warte, komm mal zu mir, Franklin. Yo, das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Yo, okay, Leute, jetzt eskaliert es komplett. Jetzt eskaliert es absolut. Oh nein, Franklin. Oh mein Gott. Oh! Okay, Franklin, du übertreibst gerade hier ganz hart. Yo, Leute, das geht jetzt exponentiell schnell. Das geht jetzt immer schneller. Schaut euch das an. Das hört kaum mehr auf. Ich glaube, ich muss ab jetzt hier die Kamera einstellen. Das ist nicht mehr normal. Oh mein Gott, Leute. Okay, wollt ihr wissen, wie die Maximalstufe sein wird? Wir werden jetzt noch mal größer werden. 3, 2, 1 und... Leute, ich bin ein Schuh. Nein, nicht ich bin ein Schuh. Der Schuh ist größer als ein Baum. Der ganze Schuh ist wahrscheinlich so groß, dass er ein Gebäude von diesem Palito Bolingbroke Penitentiary, wie der heißt diese Krankenhaus, diese Gefängnis einnehmen kann. So unglaublich groß sind wir gerade. Das hört nicht mehr auf. Oh mein Gott. Yo. Ich kann kaum mehr die Beine sehen. Das hört nicht auf. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Oh mein Gott. Leute, was geht gerade hier ab? Ich muss nach oben, damit ich überhaupt diese riesige Gewaltigkeit von diesem Franklin überhaupt wahrnehmen kann. Guckt euch das an. Das ist unglaublich. Yo. Okay, Leute. Jetzt machen wir die Endstufe. Das wird jetzt die maximal mögliche Stufe sein, die wir als Franklin erreichen können. Oh mein Gott. Dieser... Ey, Leute. Wir sind so groß, wir könnten quasi die gesamte Wüste einen Schatten abwerfen. Die gesamte Wüste. Gönnt euch das mal. Oh mein Gott. Das ist... guckt euch das an. Guckt euch das an. Yo. 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 Oh mein... Nein. Nein, Leute. Guckt euch das an. Wir sind so groß. Wir sind so groß wie der Mount Chiliad. Ich lüge euch nicht an. Wir sind quasi jetzt, guckt euch das an. Wir sind so groß wie der Mount Chiliad einfach. Alter, das ist die absolute Endstufe. Das ist die absolute Endstufe gerade. Geisteskrank. Ich kann gar nicht mehr an ihn ran, Leute. Weil der Franklin, der dreht sich hier. Ich komme gar nicht ran. Der ist so groß. Ich komme ihm gar nicht hinterher. Oh, wobei doch, ich kann vielleicht schaffen, ihn irgendwie zu verfolgen. Aber der ist so groß, yo. Wo ist er hin? Oh mein Gott, hat er mich gerade erschrocken, Leute. Franklin? Yo, yo, yo. Leute, das ist... Also, ich will euch nochmal sagen. Hier, Franklin ist da oben. Der Mount Chiliad ist da hinten. Das ist ein kleiner Zwerg. Das ist kein Berg. Das ist ein Zwerg. Und Franklin, ich glaube, du bist jeden Moment dabei, deine Haut zu verlieren. Alter, Leute. Ich komme nicht mehr klar. Oh, warte. Was passiert gerade? Franklin? Franklin? Oh nein! Franklin ist explodiert. Oh, Leute! Oh mein Gott! Leute, wir haben es übertrieben. Wenn ihr wollt, dass wir das vielleicht noch mal extremer machen oder anders, ab in die Kommentare. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Ich weiß nicht, was ich gerade mitbekommen habe. Ich habe es aber so nie gesehen in GTA mit Real Talk. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus. Haut rein und ciao.